12. aprila će se održati treći dan integracije koju organizuje Udruženje Privreda za integraciju pod motom Stvarati budućnost, delovati danas. Bogati program sadržat će različite manifestacije. Udruženje koje su 2009. godine osnovali Georg Kraft Kinz, zamenik generalnog direktora Raiffeisen banke i bečki privrednik Ali Rahimi, u petak 12. aprila u bečkom Rathausu organizuje povodom Dana integracije celodnevni program. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir den im April wieder den österreichischen Integrationstag gestalten dürfen und eine Reihe von Expertinnen und Experten einladen können. Das Motto des diesjährigen Integrationstages lautet: Die Zukunft gestalten, heute handeln. Weil wir überzeugt sind, dass wir heute die Rahmenbedingungen setzen müssen, damit wir in Zukunft dieses vielfältige, starke Österreich erleben können und dieses starke Wien, das wir brauchen. Wir sind einfach ein internationales, nationales Land. Das ist mein und unser Bild von Österreich. Und diese Experten werden sich eben mit dieser Perspektive beschäftigen, die in der Zukunft eine Reise in die Zukunft machen und von der Zukunft zurückschauen. Und das halte ich einmal für eine ganz spannende Perspektive, es einmal anders anzugehen. Nicht zu sagen, wie ist es, sondern wie könnte es denn gewesen sein? Ganz spannende Denksportaufgabe. Wir haben diesen Integrationstag begleitet mit einer Reihe von Aktivitäten rundherum, mit Diskussionsabenden, mit einem Jugendforum, mit einem Preview eines Österreich-Bildes zum Thema Österreich ohne Migranten, also eigentlich Österreich ohne Österreicher. Und ich glaube, wir haben es sehr, sehr ordentlich vorbereitet, damit dieser Tag ein großer Erfolg wird und auch wieder Wirkung zeigt. Nicht nur in Richtung Politik, sondern auch mit Maßnahmen, die uns vielfältiger, toleranter und wertschätzender machen werden. Und ich freue mich besonders über Menschen, die mitmachen wollen, weil ich möchte nicht, dass wir etwas beobachten, sondern dass wir selber Mitverantwortung übernehmen. Više informacija o prijavi i programu mogu se dobiti na internet prezentaciji Udruženja Privreda za integraciju, a već u sljedećoj emisiji očekuje vas izveštaj sa ovog velikog događaja. Zamislite da u jednom trenutku svi stranci i migranti napuste Beč. Šta bi se desilo da ta fikcija postane realnost? To prikazuje novinarka ORF-a Munire Inam u novom filmu Beč, grad bez imigracije. Dokumentarni film Beč, grad bez emigracije novinarke austrijske državne televizije ORF Munire Inam govori o haotičnom scenariju koji bi nastao u glavnom gradu Austrije ukoliko bi ga napustile sve pridošlice. 4 nedelje pre Austrijskog integracionog dana 12. aprila 2013. Udruženje Privreda za integraciju je zajedno sa ORF pokrajinskim studijom organizovao predpremijeru i prateću diskusiju. Das war ein Experiment und dann haben wir uns überlegt, na gut, verschiedene Bereiche überlegt, was das für diese Bereiche bedeuten würde und das war eigentlich die Motivation, wirklich diesen Gedanken, den man oder dieses Gefühl, das man oft hört auf der Straße, auch diese Ausländer, dass man das einfach diesen Gedanken bis zum Ende durchdenkt und sagt, was würde wirklich passieren, wenn sie weg wären. Film prikazuje grad koji bi ostao bez polovine svoje populacije, budući da austrijska prestonica ima gotovo 50% građana migrantske pozadine. Posledice takvog scenarija su veoma jasno prikazane u filmu. Das heißt, Wien schrumpft um die Hälfte. Das muss man sich ja mal vorstellen. Vieles würde nicht mehr funktionieren. Wir könnten unseren Alltag sicherlich nicht mehr so leben, wie wir ihn derzeit tun. Also vom öffentlichen Verkehr angefangen bis hin zur großen Wirtschaft. Das würde nicht funktionieren. Prikazan je Beč kao grad duhova sa napuštenim kućama, starim stanovništvom i deficitom radne snage na svim područjima, od taksi službi do zdravstva.
würde diese Stadt eigentlich so etwas wie einen kleinen Kollaps erleben, in jeder Hinsicht. Also ich glaube, die ganzen Systeme, bis sich das wieder neu regeneriert in eine neuere Form, dann wären wir wieder ein verschlafenes Dorf im 21. Jahrhundert, aber vielleicht noch im 15. Jahrhundert lebend. Direktorka firme Simaček Facility Management Group, koja ima 90% personala migrantske pozadine, u izjavi za Dijasporu TV je rekla da bi u scenariju odlaska svih pridošlica u njihovom preduzeću nastala haotična situacija i određena područja bi mogli da zatvore. Da würde sich unser mein Leben massiv ändern, wenn die nicht mehr da wären, dann wäre ja quasi die Versorgung nicht mehr gesichert. Also, und wie wir heute auch gehört haben, Taxifahren etc. wird schwierig. Oder in einem Krankenhaus zu versorgt werden, ja? Weil eigentlich fast jeder Zweite in Österreich einen Migrationshintergrund hat. Wien ohne Ausländer, kann die Stadt weiterhin eine Weltstadt bleiben?